Anlässlich der heutigen Regionalratssitzung überreichten die Vereinigungen Initiativgruppe Unterland und Agricultura den beiden Landeshauptmännern Arno Kompatscher und Ugo Rossi zwei Dokumente, mit denen auf das Argument Biodiversität ohne Pestizide hingewiesen werden sollte. Die Vereinigungen wollten mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass in Südtirol zwar etwas in der Sache getan werde, aber noch viel Luft nach oben vorhanden sei. Wir wissen, dass wir da ein ganz heikles Thema ansprechen, hauptsächlich die Pestizidfreiheit, weil die Menschen eigentlich noch nicht sich vorstellen können, wie es funktioniert mit der Biodiversität. Da gibt es einen schönen Film, Tomorrow, Domani, wo diese Sachen vorgestellt werden. Das müsste eigentlich jeder Politiker sich anschauen, diesen Film. Durch die weitgehend Monokulturbewirtschaftung soll Südtirol sogar zu den führenden Pestizidanwendern gehören. Laut den Studien sind wir die meisten Pestizidbenutzer, haben auch schon durch die Monokultur diese sogenannte Desertifikation, also das Auslaugen der Böden, bewirkt, sodass nur mehr mit künstlicher, mit Kunstdünger und Pestiziden eben gearbeitet werden kann. So kann es nicht mehr weitergehen. Grundwasser ist verseucht. Die Vermutung, Lebensmittel würden sich bei einer pestizidfreien Bewirtschaftung verteuern, wies die Koordinatorin der Initiativgruppe von sich. Nach den Malsern nun also auch die Unterlandler.